Herzlich willkommen zu Dream Alone. Ja, hallo liebe Leute. Ich möchte euch heute mal was anderes vorstellen, was es bisher auf meinem Kanal noch nicht gab. Und da ich selbst noch nicht so weiß, ob das hundertprozentig meins ist, möchte ich so ein ähnliches Format wie Angezockt oder ähnliches mal hier auf meinem Kanal bringen. Also, ich spiele heute Dream Alone. Dream Alone ist ein klassisches 2D-Plattformer-Spiel, wird von Warsaw Games entwickelt und Publisher ist Fat Dog Games. Und ja, das Ganze ist ein bisschen in einem Horror-Setting. Es ist sehr düster, es ist sehr mysteriös. Und ja, ich habe früher halt auch ganz gerne Plattformer-Games gezockt. Und insofern wollen wir uns das hier mal anschauen. Gut, das Spiel ist jetzt aktuell noch in der Beta-Phase. Release ist der 21. März 2018. Es wird also bestimmt noch ein bisschen an Content fehlen. Es könnte auch noch sein, dass die Grafik noch irgendwie bis dahin anders ausschaut. Nehmen wir es mal so hin, wie es ist und gucken es uns mal an. Okay. Ja, wie fangen wir an? Also wenn wir uns das Menü hier anschauen, gibt es noch nicht so viel bis auf eine Levelauswahl und wieder rausgehen. Also noch keine Optionen implementiert, aber ich denke, das wird alles noch kommen. Fangen wir einfach vorne an und schauen uns das Spiel an, wie es ist. So, Entschuldigung, ich war im falschen Fenster noch. Ja, noch gibt es keine deutsche Unterstützung. Ob die kommt, weiß ich auch gar nicht. Die Tastatur ist auch noch auf Englisch eingestellt. Wir kriegen eine kurze Hilfe. Wie ihr seht, ist es für Konsole und für PC. Wir haben eine WASD-Steuerung. Haben wir nicht. Entschuldigung, eine Pfeiltastensteuerung. Und auf Z können wir laufen. Das Springen macht unser Männchen hier ganz automatisch. Und hier liegt jetzt ein Trank rum. Gibt eine kurze Erklärung. Okay, aktivieren tun wir das mit X. Wir können mit dem Trank in eine alternative Welt, in eine alternative Realität wechseln, wenn Rätsel, die hier kommen, nicht in dieser Welt lösbar sind. Wir haben immer nur eine limitierte Zeit dafür, wie ihr vielleicht gelesen habt. Und die wird uns oben angezeigt vom Totenkopf. Das sind jetzt aktuell 5 Sekunden. Finden wir mehr dieser Fläschchen, wird diese Zeit kumuliert. So. Mit Z können wir springen. Und hier komme ich nicht hoch. Gucken wir mal, ob ich diesen Stein dafür irgendwie verschieben kann. Funktioniert. Ah, knapp, aber geht. So, jetzt haben wir schon 10 Sekunden. Und 15. Ah, Fragezeichen über dem Kopf. Hier geht es irgendwie nicht weiter. Hier lauert ein Rätsel. Ich kann nicht drüber springen. Ein bisschen dunkel. Ganz gut erkennen tut man es nicht, was hier los ist, ne? Aber gut, jetzt gucken wir uns mal diese andere Realität an. Hier ist ein Stein, den kann ich schieben. Vermutlich, ah ja. Hier in das Loch, da scheint irgendwas drin zu sein, was vielleicht nicht gut für mich ist. Ups. Entschuldigt bitte, jetzt hat es nicht ganz gut geklappt. Also, ich gebe es zu, ich habe das ja auch schon mal kurz angezockt. Die ersten 5 oder 10 Minuten. Damit ich weiß, worauf ich mich hier einlasse. Und zum Glück gibt es hier, ja, alle paar Meter Save Points, sodass man nicht jedes Mal den kompletten Level wiederholen muss, wenn man stirbt, denn man wird öfter sterben hier. Die Rätsel sind, das werdet ihr gleich sehen, teilweise so schnell ablaufend und mit so viel Action, dass man gar nicht unbedingt die Zeit hat, das schnell zu verstehen und man ein paar Anläufe braucht.
Ah, jetzt. Da war eine Fehlzündung. Also runter auf den Stein. Jetzt schön mit Konzentration rüberspringen. Und ich wechsle schnell zurück, weil die Zeit läuft nicht ganz ab. Ich kann in der Tat mir die Zeit, die Restzeit aufheben. So, was kommt denn jetzt? Jetzt muss ich hier hoch. Das geht gerade so. Was passiert jetzt? Jetzt kommen da irgendwelche Spinnentiere an, ha? Was hat's mit denen auf sich? Darf ich die irgendwie... Nein, ne? Die darf ich nicht berühren. Aber ihr seht, ich bin nicht mehr ganz am Anfang. Ich habe den nächsten Safe Point schon erwischt. So, gleich knackt's, genau. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob ich da irgendwie rüberhüpfen kann. Nummer 1 haben wir. Ach, das war zu knapp. Ja, wie ihr seht, farblich ist das Ganze hier sehr minimalistisch. Schwarz-grau und gelegentlich rot. Wobei, auf das Rot könnte ich ja noch verzichten. So, dich haben wir. Und jetzt bist du dran. Und die nächste. Und die ist jetzt in der Baumfies, hä? Ja, okay, aber noch gesehen. Also es ist ein bisschen schwer, weil in der Tat die Objekte dann auch verdeckt sind. Und das sieht doch aus, als könnte man hier wieder sterben. Okay. Man muss es ein bisschen kennenlernen, wo hier Gefahren lauern. Aber ich glaube, dann geht's irgendwann. So, jetzt hoffen wir nochmal auf die kleinen Schnellen und drüber. Und drüber. Und. Ich hab dich nicht gesehen, aber ging gut. Okay, hier müssen wir mal schauen, was hier passiert. Da liegt ein Stein, oder? Ja. Okay, den hatte ich vorhin nicht gesehen. Der liegt jetzt auch gar nicht. Jetzt sind nur die Dornen da. Einmal hier hoch. Was ist das? Ein Knochen? Oh oh, jetzt passiert doch auch irgendwas, oder? Zwei Steine. Na danke. Also die rollen los, wenn ich wohl auf den Knochen trete. Jetzt probiere ich mal, ob ich mich irgendwie hier hinten verstecken konnte. Ich kam doch hier gerade hoch, ne? Wow. Knappe Geschichte. Wow. Na super, eben waren es doch nur zwei. Also weiter. Jetzt warten wir ab, bis der dritte durch ist. Das war aber auch fies. Ich war so schnell gestorben, eben, dass ich den dritten gar nicht mehr sehen konnte.
Tret da nicht nochmal drauf. So, hier gibt es noch eine Flasche. Oi. Pendelnde Schneiden, Axtköpfe oder ähnliches. Ah, da kommt dahinter der nächste. Kann ich hier jetzt irgendwie so durchlaufen, bitte? Ah. Also ich krieg ja einen Trank angeboten. Was kann der? Kann ich auch so durchlaufen, aber dann ist ja hier wieder so ein anderes Tierchen. Ja gut, hat geklappt. Wäre aber vielleicht auch anders gegangen, oder? Weiß ich nicht, können wir mal testen. So, continue. Das klingt doch gut. Jetzt weiß ich noch nicht ganz genau, was oben links in der Anzeige da genau drin steht, was es mir verrät. Gibt's hier irgendwelche Pilze? Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Ich kann mich klonen. Für eine kurze Zeit mit der Taste C. Warum sollte ich das tun? Vielleicht, um den hier abzulenken, oder? Komm ich nicht drüber. Das reicht von der Höhe schon, ne? Dann war das jetzt nur ein falscher Absprungzeitpunkt. Gut, probieren wir es jetzt mit dem Klon. Mal gucken, was der Klon hier bewirken kann. Guck, der hat da vorne noch was in der Hand, was die Hitbox sehr stark vergrößert. Soll das? Kann ich ihm, wenn er da hinten steht, einen Klon vor die Nase stellen? Das bringt mich ja überhaupt nicht weiter. Was hat dieser Klon für eine Funktion? Vor allen Dingen hält er ihn ja nicht mal fest. Er schiebt ihn ja vor sich her. Jetzt gucken wir einmal. Achso, ich habe gar keinen Trank für diese parallele Welt. Jetzt üben wir einfach mal sauber drüber springen. Witzka, warum funktioniert das nicht?
Muss direkt am Wendepunkt wahrscheinlich, ne? Damit er diesen langen Ast da unter mir wegdreht, weil komm nicht drüber. Macht mich wahnsinnig. Das sah beim ersten Mal, ne, beim letzten Versuch besser aus als jetzt. Muss früher. Wie kann ich den Klon dafür verwenden? Ich glaube, ich komme da gar nicht drüber gehüpft. Das wird gar nicht gehen. Mehrere Klone machen? Nein. Aber einen immer, ne? Unbegrenzt oft. Ach doch. Ist nur eine Frage von Präzision. Bitte nicht. Oh nein. Gut, aber ich kann mich vielleicht mit dem Klon jetzt vor dem anderen Kerl da schützen, indem ich den einfach vor mich stelle. Darf ich das jetzt nochmal? Himmel, Herrgott. Wollt euch eigentlich das Spiel zeigen und nicht nur eine Szene. Also. Ganz ehrlich, man braucht hier Ultra-Präzision. Das mit den Hitboxen hier ist schon fies in dem Spiel. Haben wir es doch. So, und du kriegst jetzt, warum auch immer, das tun sollte, einen Klon vor die Nase gestellt, weil ich kann ja nicht über dich hüpfen. Aber die Frage ist, wann und wo und wie. Wie komme ich an dir vorbei, Kollege? Also Leute, das Game ist nicht einfach. Das ist nicht sehr einfach. Und das haben wir doch jetzt mittlerweile gemeistert hier. Komme ich an dir vorbei? Das bringt mich ja nicht weiter mit dem Klon. Naja gut, okay, jetzt ist ja klar, ne? Gott, wie blöd. Ach, Matze, komm. Ist vielleicht einfach noch mehr Jump and Run
als ich gerade in diesem Moment vermutet habe. Das war wieder knapp. So, Kollege, komm, letztes Mal jetzt. Mach mit. Ja. Und zwar genau, warum habe ich hier eigentlich eine Rampe zum Abspringen? Wenn der Kollege hier unter mir ist, dann springe ich einfach drüber weg, ja. War ja wohl viel zu einfach, oder? Ich vermute halt irgendwelche fiesen Sachen, wenn die mir am Anfang gleich diesen Klon da schenken. Ich dachte, ich bräuchte den direkt. Aber dem ist nicht so. Da liegt ein Stamm drin. Uah! Ist das auch gemein, gell? Genau, tot. Dankeschön. Mir wird es erspart, nochmal vorne die Stelle zu machen. Ein Hebel aktiviert. Kann ich den nochmal? Ah, okay, mir ist klar, wofür ich den Klon brauche. Jetzt macht's doch Sinn. Weiß jetzt nicht, wie lange der hält, also stelle ich ihn erst jetzt hin. Perfekt. Nicht zu hoch hüpfen, würde ich sagen, ne? Genau. Das heißt, ich muss schon früher hier runterhüpfen, noch bevor ich in diese Dornen reinhüpfe. Genau so. Nein, jetzt kommt da schon wieder so einer und ich habe einfach den Punkt verpasst, ne? Also sterben und nochmal. Ach Gott! Ich hab gedacht, ich wäre noch weiter oben. Matze, was machst du da? Auch eng, ne? Ja, schön gemütlich hier. So, was ist hier? Okay, klar. Das wird bestimmt auch eine sehr, sehr enge Kiste. Uah. Ja. Was kann der Hebel hier? Fällt bestimmt runter, sobald ich drunter gehe, ne? Komm da aber nicht hoch. Muss ich. Ich stelle mal einen Klon zum Hebel. Was war das denn? Ach, da hätte ich auch springen müssen. Ha, man sieht nicht immer alles hier. Thank you.
Mach, 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 mach. So, und jetzt? Wie soll ich denn da hochkommen? Gut. Nutzt ja nichts, ich schaue es mir einmal. Ah, einmal so an. Da haben wir es doch schon. Ach nein! Ich habe gedacht, das wäre irgendwie ein Fels, der da liegt. Muss ich wahrscheinlich jetzt diese Parallelwelt zusammen mit dem Klon irgendwie benutzen? Ich glaube, das war zu knapp. Nein. Also. Nichts. Es gibt entweder ein oder. Jetzt ist der Hebel hier. Da kann ich einen Klon hinstellen. Aber nicht da vorne. Okay, verstanden. Und nicht aufgepasst. Und vergessen, dass da wieder Dornen lagen. Nur noch 17 Sekunden, das müsste aber doch reichen. Los, hopp. Also. Mach schon. Das zündet irgendwie nicht immer so richtig, ne? Da macht er nichts. Der muss hier vorne stehen. Super. Das war dann auch meine Ladung. Macht er das? Jetzt fährt er da hoch und runter. Naja, gut. Dann hat das seinen Sinn gehabt. Haben wir das doch auch geschafft. Hebel Nummer 1. Passiert jetzt? Hebel Nummer 2 und? Schnell rüber. Zu eng. Heidewitzka, Leute, ist nicht ganz einfach. Das wollte ich gar nicht. So, hier zählt jetzt jede Sekunde. So, und ich würde sagen, das reicht jetzt erstmal als Eindruck zu Dream Alone. Ich finde, es könnte ganz interessant werden. Mir fehlt natürlich noch einiges. Mir fehlt die angepriesene Story hier. Mir fehlen hier natürlich noch ein paar Einstellungen, ein paar Möglichkeiten. Ja, vielleicht an der Grafik, an den Light Settings oder so noch ein bisschen was zu drehen. Vielleicht kommt das alles noch. Wie gesagt, wir sind in der Beta. Schreibt mir doch einfach mal,
in die Kommentare, ob ihr dieses Spiel sehen wollt oder nicht. Oder ob ihr generell so Plattformer-Games sehen wollt oder nicht. Ich bin dafür alles offen, muss es aber auch nicht zwangsläufig tun, wenn da jetzt nicht so das große Interesse besteht. Ja, wie gesagt, ich bin gespannt, wie sich das Spiel in den nächsten 6 Wochen bis zum 21. März noch entwickelt. Das werden wir dann sehen. Und ich denke ja, dass in der Beta vielleicht nicht mehr viele Updates kommen, aber das zum Release sich schon nochmal ein bisschen verändert. Gut, also wie gesagt, schreibt mir mal einfach eure Meinung in die Kommentare und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann, euer Matze.